Das war ein Lied von unserer Kapelle aus Gürteln, das gespielt wurde zu unserer Hochzeit im Jahre 1986. Ich trage hier eine Tracht, die man in Gürteln getragen hat bei Hochzeiten, aber an besondere Feste. Und meine Tracht, die Tracht der Frauen, ist viel komplizierter als die der Männer. Die verheirateten Frauen haben einen schwarzen Rock und eine Schürze, die meine Mutter genetzt hat. Legen wir also die ganze Tracht zur Konfirmation. Hier sehen wir einen traditionellen Kopfschmuck der Frauen, der hauptsächlich für die gebockelten Frauen hergestellt wurde. Der besteht hauptsächlich aus Silber und Messing und Edelsteine und ist wahrscheinlich aus dem 18. 19. Jahrhundert. Dies haben wir geerbt, von sie hat es von ihrer Mutter und so weiter. Also ist noch aus Familienerbschaften. Diese Weste ist noch original. Sie wurde von ihrer Mutter gestickt und hergestellt. Dazu gehört das Schienhemd auf Siebenbürgisch. Das dünne Hemd hat man das genannt. Ist auch noch original von ihrer Mutter hergestellt. Dazu trägt sie einen Gürtel. Das ist der sogenannte Spangengürtel. Der ist auch noch original aus der Zeit. Der stammt aus den Jahren 1920. Weiter haben wir die Tücher. Diese Tücher sind für die Frauen ein Zeichen des Wohlstandes und haben halt darauf hingedeutet, wie wohlhabend eine Frau ist. Darunter haben wir dann eine Schürze. Diese Schürze ist auch handgestickt von ihrer Mutter. Die Frauen, die haben einen dunklen Rock getragen. Der musste unbedingt über die Knie sein. In der Zeit war er sogar über die Knöchel. Und die traditionellen Schuhe mit breitem Stöckelabsatz und runden Spitzen. Am dünnen Hemd, am Schienenhemd haben wir noch eine Eigenart. Die Herstellung, wie Sie sehen, dies wird nur gebunden, weil zu der Zeit waren Knöpfe und so Mangelware. Also tschüss, auf Wiedersehen. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund Bleibt gesund. und haltet die Tradition in Ehre.